Heute bin ich nochmal bei Ingrid in Ferch. Hallo Ingrid. Ja, hallo Landfräulein Luise, hallo. Ja, wir haben ja dich schon einmal erlebt in unserem Traditionsbeitrag zum Thema Fercher Obstkisten, Bühne und Holzpantinen. Heute will ich dich zu einem ganz anderen Thema interviewen. Ich merke ja, du bist ja also mehrfach kreativ. Und ich will natürlich auch unseren zukünftigen Landfrauen, Landmännern und so weiter gerne auch nahebringen, die Vielfalt, die die Landfrauen haben. Da geht es ja nicht nur um gesunde Ernährung oder um soziales Engagement und so weiter, sondern auch, man kann ganz unheimlich kreativ sein als Landfrau und auch sich da auch, sagen wir mal, präsentieren, ob nun in Lesungen und so weiter. Und du hast ja, du schreibst. Ingrid, erzähl doch mal. Ja, Landfräulein Luise, gerne. Ich würde dir erzählen wollen, dass ich 1991 angefangen habe, Gedichte zu schreiben, Geschichten, auch zwei Liedtexte und Essays, kurze Prosa. Und das habe ich alles veröffentlicht in einem Buch. Und im Moment schreibe ich auch neue Texte. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und die Verbundenheit kommt daher auch in den Texten zum Ausdruck zu meiner Kindheit, die ich sehr mit meinen Großeltern und Eltern verbracht habe auf dem Obstbauernhof. Da sind so viele Episoden eingeflossen. Zum Beispiel stehen wir hier vor der Einfahrt in die Wiese. Das erkennt man heute nicht mehr. Hier waren früher wie ein Floß Bohlen aneinandergereiht. Man konnte dann nur rüberlaufen oder mit den Pferdewagen per Hand rüberzotteln, wo dann das Heu gestapelt wurde. Das Pferd war hier angebunden, hat eine Decke über und schlug dann die Dasen von sich weg. Also es gibt eine ganz enge Verbindung und diese Erinnerungen fließen in meine Texte ein. Jetzt hast du mich ganz neugierig gemacht, Ingrid. Es wäre schön, wenn du mir mal was vorträgst. Ja. Abgeblühter Flieder. Grün die ersten Klaräpfel, geschoren die Wiese. Halme verdampfen. Wildblumen blühen aus, vielstimmig die Musik von Bienen, Hummeln, Hoppern, fließender Sommer, wir Kinder ausgelassen im Tiegel der Sonnenzeit. Super, wunderschön. Klarapfelhimmel. Nachtwarm wölbte sich die Luft unterm tragenden Klarapfelbaum, mischte sich mit Nesselduft, brachte uns zueinander übern Stachetenzaun im 17. Sommer, unzertrennlich vertraut, seit wir sieben, in allem er, mein Liebster, mit den hellsten Augen im grünen Apfelhimmel. Wir, einander ganz nah, so früh auszuhalten, eine Liebe, flüchtete mich frei, ihn zu vergessen, für den irgendeinen, riss die Brennnesseln aus, schlug sie brennend gegen seine weite Brust, schnitt sein Herz, brannte mich büschelweiß los, ihn mir endgültig ein, tief violett. Und noch zum Schluss ein kurzes. Ich habe zurückgefunden und bin wieder da. Mit dem Rücken auf dem See, im Sand mit den Füßen, kann mir keiner das Wasser reichen. Ein wunderschönes Ende, Ingrid. Und sag mir mal, wie haben jetzt andere die Möglichkeit, deine Bücher zu erwerben? Ja, wir haben sozusagen, verkaufen das selber. Wir hatten früher auch Buchhandlungen, die das verkauft haben. Inzwischen machen wir das selber. Man kann anrufen, man kann online mal schauen. Wir werden vielleicht auch mal ein Online-Portal einrichten, zusammen auch mit Wolfgang CDs. In dem Buch ist eine CD drin, die die Lieder enthält, die mein Mann Wolfgang Protzer als Liedermacher geschrieben hat, und die ergänzen das Buch. Also es ist eigentlich ein schönes Geschenk, das auch sehr gerne erworben wird und als Souvenir mit nach Hause genommen wird in viele Ecken des Landes. Ja, also dann hoffe ich, also du hast uns neugierig gemacht und ich freue mich schon auf dein nächstes Buch. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Landfräulein Luise, für das schöne Gespräch. Super.